Meine Herbstwanderung beginnt in Le Passu. Das liegt im Val de Choux. Die Herbstwanderung geht dann weiter Richtung Lac de Choux, dem Lac de Choux entlang, mit einem kleinen Abstecher zu einer Quelle, die aus dem Berg rauskommt, und geht dann weiter bis nach Le Pau, am unteren Ende vom See. Ich wünsche gute Unterhaltung. Heute bin ich im Nebel unterwegs. Es ist so schade, es wäre so ein schönes Tal da. Aber jetzt, ich muss das so nehmen, wie es ist. Ich hoffe, dass im Laufe vom Tag die Sonne noch nach vorne kommt. Ein schön großes Moosgebiet an der Orb im Val de Choux. Soeben habe ich die Orb erreicht. Leider im Nebel. Und da hier fließt sie weiter Richtung Lac de Choux, wo ich jetzt auch hin marschiere.
da ganz vorne ist mein Ziel. Bei diesem Turm, Kirchturm da, stand früher sogar ein Kloster. Ich werde jetzt hier vorne dann auch noch abzweigen und zu einer ganz besonderen Quelle gehen. Das ist da ein bisschen in diesem Tal hinten, nicht weit von da. Dort war eine sogenannte Karstquelle. Die kommt direkt aus dem Berg raus und fließt da hier auch wieder in den See rein. Hier kommt das Wasser aus dem Berg. Noch ein bisschen gestaut und fließt dann hier runter Richtung See.
komme meinem Ziel immer näher. Da vorne in diesem Dorf habe ich mein Ziel. Nochmal den Lac de Chaux.